Ja, hallo, liebe mediterranen Palmfreunde. Heute mal ein Video aus meiner Werkstatt. Ich habe mir aus Resten, die ich seit Jahren hier in der Werkstatt rumstehen hatte, eine kleine Winterschutzsystem gebaut. Und zwar aus so Hohlkammersteakplatten, die ich damals mal gebraucht hatte für unser Vordach, habe ich hier noch Reste gehabt, ein paar Aluminiumschienen und das war es dann im Großen und Ganzen schon gewesen. Kleine Eckwinkel, die hatte ich auch noch übrig gehabt. Und da habe ich mir jetzt hier einen Winterschutzkasten gebaut, den man perfekt für Agaven oder für frisch ausgepflanzte Trachycarpos-Palmen nehmen kann. Das ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Die vier Stehkammerplatten wurden per Eckwinkel hier zusammengeklebt mit einem Silikonkleber. Dann hatte ich zur Verstärkung noch ein paar Aluschienen genommen, um diesen Rahmen ein bisschen zu fixieren. Den habe ich dann vernietet. Dann hatte ich das Dach, wie gesagt, ganz einfach auch mit Resten, Holzresten zusammengeklebt und einfach die Platte draufgesetzt, damit ich hier oben auch keine großartigen Bohrungen habe, damit Wasser nicht reinkommt in den Platten. Also, die hat eine Größe ungefähr von ja, 45 mal 45 cm. Er ist sehr leicht, ne, was natürlich auch die Anwendung unheimlich einfach macht. Und damit er auch im Winter gut steht, habe ich hier unten nochmal so eine kleine Schiene reingeklebt von innen. So eine Eckwinkel war das, wo man hier dann auch so Zeltheringe reinstecken kann, um die ganze Sache nochmal zu fixieren. Das ist im vorderen und im hinteren Bereich. Und ja. Das wollte ich euch nur mal zeigen, dass man mit wenig Aufwand oder mit Resten, was man auch immer so daheim rumliegen hatte, auch noch wunderbare Winterschutzsysteme bauen kann. Ja, wo man sich teures Geld sparen kann. So, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Dann bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Servus.